heutigen Video geht es um die 5 krassesten Rechenfehler, von denen ich jemals gehört habe. Ich kann dir wirklich versprechen, ein Rechenfehler ist irgendwie schlimmer als der andere, doch mein Highlight ist natürlich der 5. Rechenfehler und ich bin echt gespannt, was du genau zu diesem Rechenfehler sagen wirst. Doch vorab gibt es eine Person, über die ich schon fast mit dir sprechen muss und das wird dich vielleicht anfangs verwundern, denn diese Person ist Christoph Kolumbus. Ja, du hörst richtig, das ist nämlich der Mann, der in die Menschheitsgeschichte für die Entdeckung Amerikas eingegangen ist. Ohne seine Rechenfehler, ja, du hörst völlig richtig, es ist eine Mehrzahl, es sind mehrere Fehler passiert, hätte er, so können wir zumindest mal wirklich behaupten, vermutlich Amerika niemals entdeckt. Wir schreiben also das Jahr 1492 und Kolumbus machte sich auf den Weg, um einen neuen Seekurs nach China zu finden. Gestartet ist er übrigens in Portugal und er glaubte wirklich, dass China nur 4000 Kilometer westlich liegen würde. Warum? Naja, er benutzte Karten antiker Geographen und berechnete zudem den Erdumfang um sage und schreibe ein Fünftel zu kurz. Auch bei der Umrechnung von Seemeilen, das heißt bei der Umrechnung von griechischen Seemeilen in römische Seemeilen, patzte er. Und dann, on the top, geht's noch weiter. Danach verwechselte er sie auch noch mit den arabischen Seemeilen. Damit nicht genug, du kannst dir vorstellen, was passieren musste. Nach 4000 Kilometer erreichte er natürlich nicht China. Sondern wo war er da? Genau, er segelte irgendwo auf dem offenen Meer und seine Crew wurde echt langsam total unruhig. Ihm blieb allerdings nichts weiter übrig, als einfach weiter zu segeln. Weiter meine ich jetzt tatsächlich viel weiter. Als er dann endlich Land betreten konnte, glaubte er immer noch, dass Asien vor ihm liegt. Das war natürlich nicht der Fall. Und dementsprechend, aufgrund seines Glaubens, nannte er die Einwohner Indianer. In Wirklichkeit strandete er jedoch auf San Salvador, einer kleinen Insel, die heute zu den Bahamas gehört. Und jetzt können wir berechtigterweise folgende Vermutung anstellen. Angenommen, er hätte nie diese Rechenfehler gemacht. Angenommen, er wüsste von vornherein, wie weit wirklich die Entfernung ist. Dann könnte man schlussendlich auf die Idee kommen, dass er sich niemals auf diesen Weg begeben hätte. Was daraus resultiert, ist glaube ich klar. Er hätte dann niemals Amerika entdeckt. So, die zweite Sache, über die ich gerne mit dir reden möchte, ist eine Brücke. Und du wirst mir sicherlich recht geben, dass es ziemlich dumm ist, wenn bei einer Brücke, bei der Mensch und Maschine drüber fahren müssen, irgendwelche Rechenfehler passieren, oder? Doch diese Rechenfehler sind tatsächlich bei der Münchner Brücke passiert. Die Münchner Brücke ist die einzige direkte Verbindung zwischen Solingen und Remscheid. So. Problem ist, diese Brücke wurde alt, diese Brücke musste saniert werden. Bei der Sanierung ist ein kleiner Fehler passiert. Ein ganz, ganz kleiner Fehler. Ein richtig kleiner Fehler. Und zwar wurde diese Brücke für 72 Tonnen freigegeben. Das Dumme daran ist, die Züge, die da drüber fahren, die wiegen schon 70 Tonnen. Wir müssen jetzt keine großen Mathematiker sein, um dann zu überlegen, okay, da sind noch zwei Tonnen frei. Das wiederum heißt, dass in einem Zug, der diese Brücke passiert, nur 25 Menschen sitzen dürfen. Leute, Zug, Menschen und so 25, das funktioniert heute nicht mehr. Sprich, diese Brücke wurde dann wieder nicht eröffnet. Irgendwann korrigierten sie natürlich ihren Fehler und die Brücke ist mittlerweile, hey, freigegeben. Fun Fact nebenbei, ich weiß ganz genau, dass Daniel Jung wahrscheinlich, nee, so nach meinen Informationen zumindest, aus Remscheid kommt. Daniel Jung, der YouTuber, Mathematiker, was auch immer. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er in dem Team der Statiker gewesen wäre, wäre dieser Rechenfehler nicht passiert. Und wenn wir schon mal bei Brücken sind, etwas ähnlich, und ich will jetzt bitte nicht sagen, etwas ähnlich Dummes, ist auch bei Starlight Express, dem deutschen Musical hier ansässig in Bochum, passiert. Du weißt vielleicht, beim Starlight Express sind die Darsteller irgendwie am Singen, klar, und auf ihren Rollschuhen unterwegs. Und sie haben echt ein Mordstempo. Problem ist nur, sie unterqueren auch quasi manchmal so eine Rampe, so eine Art Brücke. Und ja, die Menschen, die diese Brücke konzipiert haben, haben eine Sache vergessen, dass Menschen, die auf Rollschuhen unterwegs sind, doch tatsächlich etwas größer sind, als wenn sie nicht auf Rollschuhen unterwegs sind. Infolgedessen sind natürlich diese ganzen Darsteller durch die Bank weg immer und immer wieder mit ihrem Kopf gegen diese Brücke geschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Spinat früher als so gesund galt, quasi als die Eisenbombe schlechthin und heute nicht mehr? In meiner Kindheit schauten wir im Fernsehen immer Popeye. Popeye der Seemann, der im Endeffekt durch das Essen von Spinat wirkliche super Bärenkräfte entwickelt hat. Das Problem daran ist, zumindest aus Kindersicht, naja, unsere Eltern haben uns dann gezwungen, auch immer wieder Spinat zu essen mit den Worten,
Du musst es jetzt essen, damit du irgendwann mal stark und groß und gesund wirst. Wenn du das übrigens auch kennst, schreib mir einfach mal einen Kommentar, dann können wir uns darüber austauschen, das würde mich mal mega interessieren. Heute ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass Spinat auf gar keinen Fall ungesund ist, aber es zählt mit Sicherheit nicht zu den Superfoods, für die es mal gehalten wurde. Der Fehler, der nämlich in der Vergangenheit passiert ist, beruht im Endeffekt auf eine Nachkommastelle, die folgendermaßen zustande gekommen ist. Der Schweizer Physiologe Gustav von Bunge wies Ende des 19. Jahrhunderts 35 Milligramm Eisen in 100 Gramm Spinat nach. Jedoch übersah man anschließend, dass er hierfür 100 Gramm Spinatpulver verwendet hat. Und dieses Pulver, das wurde aus einem Kilo Frischware gewonnen. Das heißt im Endeffekt, dass nicht 35 Milligramm Eisen in 100 Gramm Spinat sind, sondern dass 35 Milligramm Eisen in 1000 Gramm Spinat sind. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsstory. Und diese Story, die trägt bei mir übrigens auf meinem PC und hier in meinen Unterlagen den Ordner Dummer Mensch in Haft. Wie kann es sein? Diese Geschichte spielt im Jahr 2018. Im Endeffekt geht es um einen 59-jährigen Mann, der für 3 Jahre in Haft muss, nur weil er sich ein bisschen verrechnet hat. Doch was passiert? Zuvor war er nämlich wegen Drogenhandel verurteilt worden und saß einen Teil seiner Strafe ab, bis er dann schlussendlich währenddessen in sein Heimatland abgeschoben wurde. Damit wurde ihm eine Einreisesperre für 3 Jahre verhängt. Wäre dieser Mann nun am 18. Oktober 2018 wieder in Deutschland eingereist, wäre einfach nichts passiert. Er wäre ein freier Mann. Wäre Fahrradkette. Leider verrechnete sich dieser Mann. Er reiste nämlich am 18. September 2018 ein. Dumm gelaufen, denn nun durfte er diese 3 Jahre Haftstrafe doch tatsächlich antreten. Ja, das ist schon ziemlich dumm, oder? Das waren jetzt meine Top 5 Highlights bzw. Rechenfehler der Geschichte, von denen ich schon mal gelesen habe. Was mich natürlich jetzt interessiert ist, kanntest du davon schon einen? Und wenn ja, welchen? Und das zweite ist, welcher hat dir am besten gefallen? Schreib es unbedingt in die Kommentare, lass uns austauschen. Und wie findest du übrigens die Idee, dass ich in den Sommerferien ab und zu mal, ich nenne es jetzt mal so die harte Mathematik, verlasse und mal so ein bisschen andere Mathe-Videos mache? Ja, ein bisschen Feedback wäre super, super toll. Schreib mir das einfach in die Kommentare. Und jetzt danke ich dir natürlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.